Wir üben heute weiter Skizzieren von quadratischen Funktionen und ich möchte erst noch mal an etwas erinnern. Nehmen wir mal Folgendes an. Wir hätten also eine Aufgabe, die da aussieht, ich erinnere noch mal an normale lineare Gleichungssysteme, und zwar steht komischerweise keine Funktion da, sondern steht da x minus y minus 5,6 ist gleich 0. Und die zweite, auch keine Funktion, sondern bloß eine Gleichung, 2y plus 8,5x. 8,5x ist gleich 22,4. So, und wir möchten, in diesem Fall sind es Gleichungen, wir möchten die gemeinsamen Lösungen haben. Also gesucht sind die Lösungen, mit anderen Worten, also x und y. Mal als Ansatz kann man Folgendes sagen, wenn ich hier x minus y minus 5,56 ist gleich 0 habe und ich stelle das mal um nach y, ich nehme also hier mal das x rüber, also minus x und plus 5,6, dann sieht das so aus, minus y ist gleich minus x plus 5,6. Das ist aber keine echte Funktion, weil hier steht noch ein Minus davor, also nehme ich alles mal minus 1. Und ich habe y ist gleich x minus 5,6. Ja, y ist gleich x, das ist also praktisch so eine Gerade mit 45 Grad Anstieg oder 1 zu 1 Anstieg. Aber bei minus 5,6, das sei hier, da schneidet dieses Biest dann die y-Achse. So sähe das Ding aus. Das bringt uns aber jetzt hier im Moment gar nicht vorwärts, sondern wir wollen ja eigentlich nur das Gleichungssystem lösen. Und da machen wir es mal ein bisschen anders. Also das lasse ich mal weg. Das wäre jetzt Schmuck am Nachthemd, wie ich so gerne sage. Und ich schreibe mir das auch nicht als Funktion auf, sondern in diesem Fall mal nur eine Gleichung. Wir wollen nur das ganze Ding als Gleichungssystem betrachten. Dann gibt es eine todsichere Methode, bevor man solche Sachen wie Additionsverfahren oder Subtraktionsverfahren und so weiter anwendet. Eine todsichere Methode ist das Einsetzungsverfahren. Ich setze also etwas ins andere ein. Da bietet sich am ehesten hier an, die erste zu ändern. Das heißt also, ich stelle 1 einfach um. Und zwar so hier. Ich lasse das x vorne stehen, dann brauche ich mich nicht mit negativen Vorzeichen rumzuärgern, so wie eben gerade gezeigt, sondern ich lasse das x da stehen. Das heißt, plus y plus 5,6. Dann sieht die so aus. Das wäre also die erste Variante der ersten Gleichung. X ist gleich y plus 5,6. Einverstanden? Gibt es bis dahin Fragen? Kommt das Schicke? Jetzt kann ich sagen, und x ist das Wert, nämlich y plus 5,6. Wenn x das Wert ist, dann kann ich das hier einsetzen. Also sage ich, ich setze 1, 1 in 2 ein. Komplett. Einfach einsetzen. Sieht manchmal vielleicht ein bisschen umständlich aus, aber ich bin auf der sicheren Seite. Muss nicht so viel umformen, muss mich nicht mit irgendwelchen Unwägbarkeiten bei Vorzeichen rumärgern und so weiter. Also, das geht immer. Ich sage, okay, die zweite heißt eigentlich 2y plus, und jetzt kommt es, 8,5, bis dahin kann ich abschreiben, mal. Und für das x setze ich diesen ganzen Kram ein. Also y plus 5,6. Und ist gleich, jetzt mache ich hier an der Stelle weiter, 22,4. Jetzt macht man an der Stelle weiter und löst mal schnell dieses Ding nach y auf. Denn es bleibt ja zum Schluss, hier habe ich ja bloß noch eine Variable drinstehen, das ist gut. Dann kommt man weiter. Also wenn ich das dann jetzt hier ausmultipliziere, ne, etwas vor der Klammer einzeln ausmultiplizieren, damit ich dann die y zusammenfassen kann, muss ich aber hier das noch irgendwie in eine vernünftige Form bringen mit der Nebenrechnung. Jetzt bin ich an der Stelle angelangt und sage, jetzt steht hier 4760, wo kommt das Komma hin? Gibt zwei Varianten, ich habe zwei Kommastellen, setze ich es hier hin. Oder ich sage, 6 mal 8 ist 48, ne? Also muss von der Größenordnung, dass bei Paaren 40 liegen, also setze ich das Komma hier hin. Dann kann ich das hier, das wollte ich zum Zeigen nehmen, als 47,6 auch hinschreiben. Und dann jetzt das übliche, minus 47,6. Und dann das andere zusammenfassen, also das wären 10,5y ist gleich, und jetzt muss ich hier ein bisschen rechnen, hier gibt es Fragen. Jetzt sind wir an der Stelle, jetzt muss ich noch die minus 25,2 durch 10,5 teilen. Wenn ich das mit 10 erweitere, heißt das eigentlich hier, minus
252 oder 252 durch 105. Mir bleibt aber eine Nebenrechnung, sprich, ich sag mal frech, Rattenschwanz nicht erspart, ne? Also Nebenrechnung sieht dann so aus, 252 durch, ich schreibe mal sicherheitshalber schon das Minus vor das Ergebnis, sonst geht es dann schief. Hier, dieses Minus, das darf ich nicht vergessen. Wenn ich hier eine Nebenrechnung mache, wie oft wird es reinpassen? Zweimal, das wäre dann 210. Dann bleiben hier 42 übrig, wenn ich das abziehe. Jetzt komme ich am Komma vorbei, hier am Komma, also setze ich hier ein Komma. 420 durch, das ist genau 4, passt wunderbar. Also ist mein Ergebnis minus 4,2. 2,4, Entschuldigung, danke. Ja, abschreiben sollte man können. Gut, wie komme ich jetzt auf das x? Jetzt gucken wir mal und sagen, die leichteste Variante ist, dass ich y hier einsetze und dann habe ich x gleich frei rausgeliefert. Also x ist y plus 5,6. Ne, diese Gleichung, und jetzt ersetze ich das, jetzt sage ich minus 2,4 plus 5,6, also minus 2,4, was wir rausbekommen haben, plus 5,6. Auch hier kann ich jetzt tauschen. Ich kann sagen, von 5,6 ziehe ich 2,4 ab und demzufolge, daraus folgt, dass das Zeichen x ist demzufolge dann 3,2. Ne? Logisch, warum? Gut. Das ganze Ding nennt sich Linearform. Linearform, weil wenn ich das einzeln betrachte, habe ich hier nichts weiter als 3,5 ist der Anstieg und minus 17,5x, so kann man sich vorstellen, ist dann der y-Achsenabschnitt. Ne? So kann man es betrachten. Deswegen Linearform. Und ich mache jetzt Folgendes. Diese Gleichung hier zu lösen, bedeutet in zwei Schritten zu lösen. Erster Schritt, ich setze die erste Klammer gleich 0. Also sage ich 3,5x minus 17,5 soll 0 sein. Und das mache ich nach Tippeltappeltour. Ich hole die 17,5x rüber, das kennen wir. 3,5x ist dann gleich 17,5 und jetzt teile ich noch durch 3,5. X ist demzufolge, und jetzt mache ich es mal gleich so, ich nehme alles gleich mal 10, also das mal 10, das mal 10, habe ich dann 175/35. Jetzt kann ich mich rankürzen oder ich kann es mit einer Nebenrechnung erledigen. Kürzen wir uns mal ran. Durch 5 ist hier eine 7, durch 5 ist hier eine 35. Warum? Durch 5 heißt mal 2 durch 10. 175 mal 2 ist 350, durch 10 ist 35. Jetzt kann ich nochmal kürzen und dann habe ich eine 5. Also x01, weil es ja hier gleich 0 rauskommt, x01 ist demzufolge 5. Das gleiche mache ich auf der rechten Seite, hier, also mit der rechteren Klammer. Ich setze das gleich 0. Wir wissen ja, diese Gleichung wird dann 0, wenn einer der beiden Faktoren, Faktor heißt hier in diesem Fall ein ganzes Klammergerät und noch ein Klammergerät. Eins von den beiden muss 0 werden und dann geht es hier wieder mit Tippeltappeltour weiter. Ich habe dann, jetzt muss ich das mal ein bisschen versetzen, 1,85x ist gleich minus 7,4 stehen. Wenn ich, hier passt der Regiestrich jetzt nicht hin. So, jetzt noch durch 1,85x teilen, durch 1,85. Dann steht hier minus 7,4 durch 1,85. Da rate ich in diesem Fall eine Nebenrechnung zu machen. Und dann muss was rauskommen. Was wird denn da rauskommen? Jetzt mal geschätzt, das ist knapp 8. Und das ist nicht eigentlich um die 7, aber das wird einfach 8, wenn ich das zur 2 mache. Hier muss irgendwas mit 4 rauskommen. Wenn das klappt, klappt es auch. So. Hier dieses minus 7,4 durch 1,85 würde ich mit 100 erweitern und 740 durch 185, wenn ich es nicht überblicke, einfach per Nebenrechnung, Rattenschwanzrechnung lösen, so wie hier, so wie in diesem Fall. Dann hätte man das. Gut, nächste Aufgabe, ich schreibe es erstmal auf. Wenn ich schon zwei Lösungen kenne und ich soll, gesucht ist also die Normalform, dann gibt es hier eine kleine Klippe. Die Lösung selber ist gar nicht so schwer. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen und eine Probe machen in Gedanken. Und zwar, ich muss ja eine Linearform aufstellen. Ich sage also, x
minus 3,2, ich mache das extra mal so, jetzt, ich weiß, gleich gehen ein paar Finger hoch, mal x minus 1,1. Soll 0 sein. Wenn ich so rangehe und das dann später ausmultiplizieren will, komme ich zur Normalform. Das ist nicht das Problem. Aber eins muss ich nochmal überprüfen. Ist das wirklich so? Wenn ich hier diese Lösung, die minus 3,2 hier einsetze, oh Gott, ne, dann kriege ich hier nicht 0 raus. Da muss ich das nochmal überprüfen. Wenn ich es schon so hingeschrieben habe, nochmal überprüfen. Hier vorne minus 3,2, minus 3,2, nein, das soll doch 0 ergeben. Also muss es plus 3,2 heißen. Hier wieder prüfen, 1,1 minus 1,1 ist 0, jawohl. Und dann kann ich weitermachen. Hier gibt es eine Frage. Wenn so eine fertige Gleichung in Normalform gegeben ist, die heißt hier x² minus x ist, minus 72 ist 0, und ich suche x0, 1 und 2 und die Linearfaktorenform, also so eine, ne, mit den Klammern, dann gehe ich so bei, dann sage ich, naja, ist ja alles nicht so schlimm. Hier habe ich P und Q, dann nehme ich die PQ-Formel und dann habe ich nämlich x0, 1 und 2 und wandle das dann wieder so um, wie ich es hier oben gemacht habe, wie in der hier dritten Aufgabe. Aber hier gibt es eine kleine Klippe zu umschiffen, denn sonst kommt was ganz Furchtbares raus. Ich zeige das mal. Also, ich schreibe es nochmal extra hin. P ist minus 1. Denkt dran, immer mit Vorzeichen. Ne? Hier steht eine stille minus 1 davor. Hier. Und Q ist minus 72. Lösung geht so, x0, 1, 2 ist gleich minus p halbe, also minus, minus, plus 1 halb. Plus, minus, jetzt quadrieren wir dieses p halbe, also p Quadrat Viertel, heißt 1 Viertel. Und jetzt minus q, jetzt schreibe ich das mal ganz bewusst so hin, minus, minus 72 ist plus 72. Jetzt zeige ich mal in Rot, wie es nicht schön ist. Wenn ich jetzt unter der Wurzel Folgendes habe, ein Viertel als 0,25 auffasse plus 72, dann muss ich die Wurzel aus 72,5 im Kopf ziehen, 72,25. Wer das kann, meine Hochachtung, aber wer es nicht kann, macht es lieber besser. Also das ist Mist. Ich zeige es in Schwarz wieder, wie es weiterginge. x0, 1 und 2 ergibt sich als 1,5, wieder plus minus, bis dahin mitschreiben, ganz locker alles. Jetzt kommt der Kram unter der Wurzel. Ich sage, ein Viertel lasse ich so stehen und mache den Bruch gleichnamig, mache die beiden Brüche gleichnamig. Hier steht nämlich 72 Eintel. Also sage ich plus, jetzt nehme ich den ganzen Mist mal 4, das sind 288 Viertel. Und jetzt wird es lösbarer. Denn warum? Jetzt muss ich, nochmal schnell hingeschrieben, zu 1,5 die Wurzel aus 289 Viertel ziehen. Und das ist wieder leicht, denn die Wurzel aus 289 ist 17. Und die Wurzel aus 4 ist 2. Der Rest ist jetzt billig, den schreibe ich mal hier hin. x01 ist dann 1,5 plus 17 halbe, das sind 18 halbe, also 9. Und x02 ist dann 1,5 minus 17 halbe, also minus 16 halbe, sprich minus 8. Jetzt habe ich die beiden und jetzt mache ich das wie hier oben. Hier habe ich auch die Lösung, x0, 1 und 2, und mache jetzt hier wieder draußen eine Linearform und das, pardon, das ist jetzt wieder leicht. Aber Achtung, es muss 0 ist gleich dabei stehen, denn sonst wäre es Blödsinn. Jetzt kommt dieser Klammerausdruck und jetzt überlege ich wieder wie vorhin. x0, 1 ist 9, also hier steht meinetwegen eine 9. Also muss es minus 9 heißen. Nochmal probieren. 9 minus 9, jawohl, ist 0. Jetzt ist x0, 2 minus 8. Hier steht eine minus 8, also schreibe ich hier eine plus 8 rein. Hier ist x. Probiere nochmal. Minus 8 plus 8, jawohl, funktioniert. Dann ist das die gesuchte Linearform. Ich werde jetzt das Video teilen. Also ich werde hier einen Verweis wieder reinmachen, damit man dann sieht, wo es weitergeht. Wir machen auf dem gleichen Blatt weiter, aber das Video würde zu lang werden. Also jetzt erstmal Stopp und neues Video.